Moin, moin, hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Folge von LS17 hier aus Südhämmern, wo wir aktuell gerade am Güllefahren sind. Ich bin hier im Moment auf dem Weg, neue Gülle zum Feld zu bringen. Wir arbeiten hier jetzt ja verstärkt, ich hatte das in einem Video schon mal angesprochen, mit dem LKW, mit den Wechselbrücken, also dem Hakenliftsystem. Den LKW hier, den gibt es, wenn ihr den suchen oder ausprobieren wolltet, seht ihr schon am Kennzeichen bei Forbidden Mods. Die Aufsätze sind im Prinzip ja die Standard- bzw. Außenkotte, Universalpack. Ich zeige euch gleich nochmal eben, welche Container ich da alle habe. Wir machen hier mal den Deckel auf. So, hier müssen wir mal gucken, dass wir das Rohr nochmal ein bisschen übergeschwenkt kriegen. So, da müssen wir vielleicht noch ein bisschen vor. Hier übrigens jetzt mittlerweile der 844er. Die neue, oder die nächste IHC-Reihe von Kretas Island ist raus. Bei ModHub natürlich. So. Da füllt er ein. Jetzt müssen wir hier den Pumpenträger mal starten. Und dann er. Und dann pumpen wir das hier wunderbar um. So, ich werde euch derweil mal eben einmal zeigen, welche Brücken ich da sonst noch im Betrieb habe. Kurz hat man das in einem Video ja schon mal gesehen. Ich will hier mal einen Schritt schneller laufen. So, da haben wir hier einmal ein Benzin, eine Benzinbrücke oder eine Kraftstoffbrücke, Benzin ist es ja nicht, hat die gleichen Funktionen wie auch der Tankanhänger aus dem Kotte Universalpack. Kann ich also von der Raffinerie Treibstoff holen und hier in die befüllbare Tankstelle füllen. Hier haben wir nochmal einen zweiten Güllecontainer, wenn wir mal mehrere Mengen oder größere Mengen brauchen, weil wir haben noch einen Anhänger dazu. Hier haben wir einmal einen Container für Milch und für Wasser. Und dann jeweils zwei, oder was heißt jeweils zwei, wir haben zwei von den Containern, weil wir dann damit auch die Ernte abfahren. Das machen wir meistens, jedenfalls bei den großen Feldern hinten, auch mit LKW. Also dann arbeiten wir hier mit Überladewagen und mit Containern. Das haben wir bei der ersten Ernte jetzt schon mal gemacht. Hier sind wir gerade auch dabei, hinten vom Roggenfeld, das wir ja groß geerntet haben, wo wir jetzt schon wieder Gülle drauf fahren. Das ist das gleiche Feld, was wir ja mit dem Big Butt neulich so ein bisschen gegrubbert und Mist gefahren haben. Und da fahren wir jetzt die Gülle drauf. So, mal einmal zurück. Der müsste an und für sich voll sein. Ja, läuft noch. Ja, die Pumpe kennt ihr ja, ist von Farmann. Die gibt es ja auch beim, oder kann man auch bei der Hofbergmann gut einsetzen. Bei der Hofbergmann ist auch schon Gülle fast dabei, was damit auch zusammenarbeitet. Er hat schon geschrieben, dass da wohl noch in der nächsten Version der Hofbergmann noch ein, zwei Güllefässer zusätzlich dazukommen, wo man das mit verwenden kann. Aber ihr seht sowieso, mit dem Universalpack hier geht das auch schon einwandfrei. Sieht richtig gut aus, finde ich. Dann gleich schon mal gucken, wie viel ist da jetzt drin. Ich glaube, 40.000 Liter gehen rein. Jawohl. So, dann fahren wir hier wieder los. Also erstmal können wir den Schlepper wieder ausmachen. Brauchen wir nicht den Diesel hier in die Luft zu braten. So, hier den Deckel zu. Und dann geht es wieder zum Feld zurück, wo das Güllefass ja schon wartet. Das ist jetzt eben nicht ganz voll geworden. Das Güllefass geht ungefähr, ja, rund 2,5 mal voll von einer, oder nicht ganz 2,5 mal von einer Füllung. Also das Güllefass hat, glaube ich, ein Fassungsvolumen von 16 Kubik. Und hier gehen halt, wie ihr seht, 40 rein. Also knapp 2,5 mal können wir, oder kann ich, Güllefass hier voll auffüllen. Kein Crash bauen.
So, hier mit dem normalen Güllefass ist das natürlich mehr oder weniger, ja, in Anführungsstrichen Show. Also das hat jetzt kein wirklichen Hintergrund. Also die könnte ich jetzt auch ohne das Rohr auffüllen und so, ne? Aber wir gucken mal, vielleicht finden wir irgendwann nochmal ein schönes Güllefass, was damit zusammenarbeitet, dass man die Kette mal komplett hinkriegen kann. Wir machen das jetzt einfach aus Showzwecken, fahren wir das so ein bisschen runter und füllen hier das Güllefass auf. So, und ich glaube auch, dass das Feld Nummer 4 fertig war. Hab's jetzt allerdings nicht genau im Kopf, müssen wir gleich mal eben schauen auf den Düngezustand. Ja, Feld Nummer 4 ist fertig. Da seht ihr, das ist die finale Düngestufe. Auf der 3 sind noch Kartoffeln, die müssen die Tage endlich mal runter. Und hier auf die 2 und 4 kommt Weizen, weil wir brauchen dringend Weizen auch für die Produktion und wir haben keinen mehr. Das heißt, auf die 2 und 4 wird als nächstes eine Runde Weizen gedrillt. Und wir müssen jetzt aber das große Feld Nummer 2, das sind unsere beiden größten Felder. Na, danach kommt dann die 20. Ich weiß gar nicht, was wir auf den anderen im Moment alles drauf haben. Auf der 20 sind Sonnenblumen, wie auch auf der 15. Das war so, da habe ich ein bisschen gepennt. Aber auf der 20 Sonnenblumen gesät und überhaupt nicht dran gedacht, dass auf der 15 auch schon welche sind. Auf der 22 sind Sojabohnen, auf der 21 prangt der Hafer. So, dann gehen wir auf Feldfrüchte 2. Auf der 7 und 12 haben wir jetzt Mais hier hingemacht. Das hatte ich beim letzten Mal gesagt, dass wir da mal eine Runde Mais hinmachen. So, dann gehen wir, wie gesagt, auf Feldfrüchte 2. Dann haben wir auf der 14 sind Zwiebeln, die müssen bald mal runter. Auf der 16 sind Karotten, die müssen runter. Auf der 23 ist Salat. Und auf der 43 ist Hopfen. 8 und 9 weiterhin Wiese. Dann haben wir uns dazu gekauft jetzt noch die 31. Das ist ebenfalls noch eine große Wiese. Und die 10 ist quasi mein neuer Wirtschaftshof, so ein bisschen mit ein paar Hallen. Da wollen wir noch ein bisschen Ballen lagern, damit die nicht alle auf dem Punkt sind. Habt ihr ja eben gesehen. Das ist also in dem Sinne kein Feld mehr. So, das Güllefass ist voll. Wir steigen vor Schreck aus. Halt da. Halt da. Autsch. Können natürlich den LKW wieder gleich rüberfahren. Ist natürlich gerade mal nicht unlogisch, dass wir das da unten auftanken. Aber der Trecker stand da nun mal. Können jetzt natürlich auch sagen, ich lasse den Helfer das jetzt die Gülle fahren und fahre da selber nur oder mache den selber nur den Zubringer. Man könnte eventuell auch einen Kursplay-Kurs einfahren, hast du nicht gesehen. Aber ich mache das einfach so. Ich glaube, ich komme so ganz gut zurecht. Dann dauert das eben auch mal ein bisschen länger. Dann haben wir eben mal die Standzeit. Da kann ich mit leben. Muss ich ja irgendwie auch. So, wir müssen allerdings noch ein bisschen rüber. Hier geht es drunter und drüber. Ich muss noch mal rüber. Ja, noch mal ganz kurz, weil ich öfter mal gefragt werde. Also Südhämmern 8.0 werde ich ja voraussichtlich auf jeden Fall erstmal nicht updaten. Ich bin mit der 7.0 super zufrieden und eigentlich relativ gut ausgelastet. Ich bin mir sicher, dass die 8.0 wieder eine super klasse Map ist von dem GMCW. Da gibt es dann ja unter anderem dann auch Reibekuchen aus Kartoffeln. Und es sind noch diverse kleine Feinheiten, was mich bisschen interessiert hätte oder schon sehr interessiert hätte, sind die Öffnungszeiten an die Fabrikation. Aber ich habe im Endeffekt doch schon hier auf der 7.0 eine ganze Menge selbst noch umgebaut, weil es ja erst hieß, das ist die finale Version, was dann jetzt noch mal rausgekommen ist. Also wie gesagt, ich bleibe auf der 7.0. Das ist aber nicht, weil ich die 8.0, weil die mir nicht gefällt oder keine Ahnung, sondern ich habe mich hier einfach dran gewöhnt und fühle mich hier wohl. Ja, insofern, ich denke mal, die werdet ihr auch oft genug sehen und es ist kein Problem. Und ihr wisst, glaube ich, dass auch die 8.0 wieder eine Spitzenmap sein wird. Da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Aber ich bleibe hier auf der 7.0. Sowie natürlich auf der 3-Sternhof mit den Jahreszeiten. Das geht auch weiter. Aber jetzt sind wir hier in Südhämmern. Schön am Güllefahren. Ja, Big Bad DLC. Habe ich ja letztes Video von gemacht. Da habe ich übrigens vergessen, Asche über mein Haupt, danke Helmut für den Hinweis, habe ich euch natürlich vergessen, den Flug zu zeigen und den Über- oder die Pflüge und den Überladewagen. Aber pff, das werdet ihr wahrscheinlich genügend überall und vor allem auch besser in der Vorstellung gesehen haben.
für mich das Big Bad DLC nach wie vor nicht praktikabel jetzt für die Maps, die ich habe. Was ich allerdings dazu sagen muss, ich lese immer öfter, da gibt es ja gar keine Maps für. Das ist nicht richtig so. Es gibt dafür schon einige Maps. Es gibt einige Maps, die dafür absolut geeignet wären. Ja, das ist natürlich nicht die Standard-Map und das ist auch nicht die Südhämmern und das ist auch gleich gar nicht die Drei-Sternhof und viele Maps sind das nicht, aber es gibt zum Beispiel im Mod-Hub gibt es wohl eine große Texas-Karte und dann denke ich an so Karten wie von vom Luan hier, die Mecklenburg-Vorpommern, also die Mecklenburg-Map, die Riesenfelder hat. Ja, und da kann ich mir das schon vorstellen. Im Moment, die Maps, die ich habe, werde ich das Big Bad DLC bei mir halt nicht sehen. Das heißt aber nicht, dass wir da nicht irgendwann vielleicht uns mal eine große Karte hernehmen, vielleicht sogar mal im Multiplayer mal schauen, dass man da mal so ein bisschen was auf einer richtig großen Map macht mit den Big Bad Maschinen dann. Weiß ich nicht. Also grundsätzlich möchte ich aber nochmal sagen, ich finde es immer nicht, ja, was heißt nicht so schön. Mir missfällt es persönlich immer ein klein bisschen, wenn die Leute sagen, das ist absoluter Schwachsinn und so ein Dreck braucht keiner. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ja? Und über die Preisdiskussion ist es müßig, die immer zu führen. Das muss erstmal jeder für sich selbst entscheiden. Und vor allem, ich weiß, der Spruch ist auch alt und immer wiederholt, aber letztendlich muss jeder selbst wissen, ob man sich das kauft oder nicht. Gezwungen wird ja keiner. Ich habe es mir gekauft, weil ich eigentlich im LS schon von Anfang an sämtliche DLCs immer gekauft habe. Ich bin einfach Fan vom LS. Und klingt das ja, wie soll man sagen, sehr heroisch, wenn ich sage, ich will Giants hier auch unterstützen und deswegen, weil mir das Spiel so gut gefällt und deswegen kaufe ich die DLCs. Ich bin einfach so eine Art Jäger und Sammler. Ich will einfach haben. Ja, und ich will einfach das DLC haben, wenn ich irgendwann, kommt mir vielleicht mal eine Map über die Füße, die cool aussieht, die riesengroße Felder hat und man sagt, jetzt kann ich das mal ausprobieren. Ich will einfach die Möglichkeiten, die der LS bietet, auch ausnutzen. Und deswegen wird es auch weiterhin so sein, ich werde mir jedes DLC kaufen. Und wenn es irgendwo ein Gartenschlauch für 15,80 Euro ist, was nicht passieren wird, aber wenn da DLC LS17 draufsteht, werde ich mir auch das kaufen. Nennt mich meinetwegen hier Jünger oder was weiß ich. Ja, ich habe da auch nichts von, also ich kriege von Giants nichts geschenkt, ich kriege von Giants auch kein Geld und nichts. Ich mag es einfach wirklich und ich stehe da wirklich dahinter. Und über den Preis, man darf immer eins nicht vergessen, Giants ist ein Unternehmen, welches Geld verdienen will und Geld verdienen muss und Geld verdienen soll. Und insofern, wer es nicht kaufen will, dann kauft man es halt nicht. Ne, das nur mal dazu. Über den Sinn und Zweck des DLCs, ja, klingt jetzt auch wieder sehr hart, steht uns ja eigentlich kein Urteil zu, es findet seine Käufer. Ich bin mir sicher, ohne Verkaufszahlen zu kennen, das wird sich wieder sehr oft verkauft haben, so wie jedes DLC sich sehr oft verkauft. Und ich gönne Giants jedes einzelne verkaufte DLC. Punkt, Ende, aus. So, jetzt wollen wir weiter Gülle fahren. Hier seht ihr die Kartoffeln, die demnächst unbedingt runter müssen. Das werden wir wahrscheinlich als nächstes machen, während wir hier den Helfer dann den Weizen andrillen lassen. Dann werden wir anfangen, Kartoffeln zu ernten, zu roden. Was wir aber vorher auf jeden Fall noch machen müssen, wir müssen noch Saatgut abpacken. Ich hatte ja vorher so einen Überladewagen, den habt ihr ja gesehen, wo ich dann das Saatgut mit ans Feld gefahren habe. Den habe ich verkauft und ich habe jetzt auch das in Fachkreisen genannte Dingelhopperchen. Ihr kennt es ja auch schon. Und damit wollen wir dann ein bisschen Saatgut verpacken in Big Bags. Und ich werde mir dann angewöhnen, die Versorgung der Driller auch mit Big Bags zu machen. Das heißt, die Big Bags kommen dann auf dem Anhänger und damit fahren wir dann mit dem Frontlader los. Und so füllen wir die Maschine dann auf. Ist ein bisschen umständlicher natürlich, aber ist doch wieder ein Schritt in den allseits beliebten Realismus. Mal gucken, wenn ich da irgendwann keinen Bock mehr drauf habe, dann machen wir das nicht mehr. Aber ich will es auf jeden Fall mal so versuchen. Und da das Saatgut dann abpalettieren. Das werden wir dann beim nächsten Mal mal so ein bisschen machen. Ich produziere da gerade nach. Das Saatgut produzieren wir hier selber, das wisst ihr ja, in Südhämmern. Und dann werden wir das abpacken. Und dann geht das hier los mit Weizen drillen. Und während der Weizen gedrillt wird, sind wir völlig real im Zeitfenster, wenn wir dabei dann auch die Kartoffeln ernten. Da ist ja jeder, der sich in der Landwirtschaft auskennt, der weiß genau, Kartoffeln roden und Weizen drillen ist genau der überlappende Zeitpunkt. Ja, also, ja, ne?
Das war Ironie, falls das jetzt irgendjemand. Hier in Südhemmern muss ich ja nicht auf die Jahreszeiten achten. Das muss ich schon in 3 Sternen machen. Warum 3 Sternen hoch machen? Hier machen wir das einfach so ein bisschen frei nach Schnauze. Aber schon ein paar Mal gesagt, so 100% realistisches Spiel ist halt eh nie drin. Es ist halt noch ein Spiel. Und wenn ich sage, ich versuche realistisch zu spielen, dann wirkt sich das bei mir eben in manchen Sachen aus, wie dass ich nicht quer übers Feld fahre, dass ich versuche auch mal zu blinken und solche Sachen, dass ich das irgendwie nicht 100%ig realistisch spielen werden kann, geht aus 2 Gründen nicht. Erstens lässt das Spiel so ein 100%iges Ding ja auch gar nicht zu. Und zweitens habe ich dafür auch viel zu wenig Fachwissen. Bin ja froh, dass ich euch immer habe, die mir dann öfter mal so einen kleinen Gong geben und sagen, hier, das hast du aber jetzt falsch gemacht oder falsch, also nicht passiert. Hallo? Jetzt vergessen. Das hast du jetzt falsch gemacht oder falsch gesagt. Dann ist das auch völlig in Ordnung. Ihr müsst euch dafür auch nicht entschuldigen, wenn ich irgendwas verbockt habe und ihr mich da korrigiert und mir das sagt. Das ist völlig in Ordnung. Ganz im Gegenteil, ich freue mich darüber. Natürlich macht der Toni Musik. Ne? Wenn einer zu mir sagt, ey, du dummes Arschloch, du hast hier schon wieder irgendwie das und das gemacht. Gut, dann, das muss nicht sein. Aber weil ich oftmals die Kommentare habe, ey, tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, aber da hast du, was weiß ich, den Flug falsch rum gemacht oder hier hast du das gemacht, das ist nicht so. Tut mir leid, nicht böse sein, wenn ich das sage. Nein, ganz im Gegenteil, schreibt mir das rein. Und ich glaube, man merkt auch ziemlich eindeutig, dass ich wirklich jeden Kommentar lese und auch jeden Kommentar so gut es geht beantworte. Manchmal gibt es Kommentare, da fällt einem dann irgendwie auch keine Antwort ein. Aber ich glaube, mit Fug und Recht behaupten zu können, dass ich 99,9% der Kommentare auch wirklich beantworte. Gut, nun ist das bei mir nicht so riesig mit Kommentaren wie bei manch anderen. Aber ich stehe nach wie vor, bin ich der Meinung, wenn ihr euch die Mühe macht, einen Kommentar zu schreiben, dann habt ihr es verdammt nochmal auch verdient, dass ich mir die Mühe mache, nicht nur zu sagen, ich lese die, sondern ich lese die tatsächlich und antworte darauf. Das ist manchmal vielleicht eine nicht so ganz ausführliche Antwort, aber zumindest, dass ihr seht, ich habe den gesehen, ich habe den gelesen und habe mich auch damit beschäftigt. Fahr weiter. Und das, finde ich, habt ihr euch schon verdient. Also immer raus damit. Wenn ihr Kritik habt oder euch irgendwas nicht gefällt oder ihr irgendwas anders machen soll, dann können wir da gerne drüber reden. Schreibt das rein. Ihr könnt mir alles in die Kommentare schreiben. Ihr könnt mich auch grundsätzlich alles fragen. Ich kann nicht garantieren, dass ihr auf alles eine zufriedenstellende Antwort kriegt. Ja, es gibt so Sachen, ne? So alles, was so ein bisschen ins Private geht, da kennt ihr mich, da war ich von Anfang an schon so, das muss nicht so verbreitet werden. Aber ansonsten fragen könnt ihr mir grundsätzlich alles. Da muss euch auch nichts irgendwie peinlich sein oder was. Was ich beantworten kann, beantworte ich sehr gerne. Auch manches oder bei manchen Sachen kann ich eben nicht helfen. Ja, wie jetzt zum Beispiel wird ja oftmals gefragt, wo finde ich jetzt die Jahreszeitenmod? Wie installiere ich die Jahreszeitenmod? Das tut mir leid. Ich weiß, es gibt auch genügend Stellen im Internet, wo das erklärt wird, aber es sind nun mal die Vorgaben für die Videoersteller, dass weder der Link geteilt wird, das habe ich ganz am Anfang ja leider falsch gemacht, und dass eben auch kein Support bei der Installation gegeben wird. Und das tut mir leid, das ist nicht böse gemeint, da halte ich mich dran. Es ist nicht so, dass ich euch jetzt keine Links geben will. Ich meine, das sollte natürlich auch nicht überhand nehmen mit den Links. Ein bisschen was selber kann man auch gucken, aber ich glaube, ihr wisst schon, wenn ihr mich da mal fragt, ey, was ist das und das für ein Mod, da kriegt ihr von mir eigentlich auch in den besagten 99,9% eine Antwort. Das glaube ich behaupten zu dürfen. So, jetzt haben wir hier das Güllefahren natürlich total zugequatscht. Jetzt gucken wir mal, wie weit uns hier die 10% noch führen. Naja, nicht ganz bis zum Ende. Oh ja, oder? Elegant. Habe ich das nicht wieder gut abgeschätzt? Ja, das habe ich genauso gemacht, hier für die Dramatik des Videos natürlich. So, jetzt schauen wir mal, wie viel ist denn in dem LKW wohl noch drin? Noch 44%, der dürfte noch einmal komplett aufladen. Wir haben ja quasi mit 60% am Anfang gehabt. Das heißt, wir müssen jetzt noch einmal voll kriegen. Und dann müssen wir mal schauen. Naja, so einmal müssen wir auf jeden Fall noch fahren. Vielleicht auch zweimal. Ja, die Idee, mit diesen Wechselbrücken zu arbeiten, habe ich also tatsächlich, ich weiß nicht, einige von euch kennen das vielleicht schon, das ist dieser
Freddy heißt er, meine ich. Der hat früher oder hat viel so LKW-Fahrer. Also Freddy ist Fernfahrer-Blog, glaube ich. Also hat viel so LKW-Videos gemacht und der macht irgendwie ein, ja, ich habe es nicht genau im Kopf, ein Praktikum oder ein Studium in der Landwirtschaft auf jeden Fall. Der hat jetzt aktuell so Freddys Agrarblog und da ist er die letzten paar Male immer so ein bisschen auch am Güllefahren gewesen und am Kompostfahren. Und der fährt auch immer mit so einem LKW mit so einer Brücke drauf. Das irgendwie fand ich, das sah interessant aus und da habe ich gedacht, komm, jetzt probierst du das auch einfach mal aus. Oh, vor allem ist das universell ganz gut, auch das Wasserfahren und wie gesagt, das Abfahren mit dem LKW. Also es ist schon ganz schön. Es ist jetzt hier, er hat ein Iveco, meine ich, und das ist jetzt halt der Tatra. Normalerweise gibt es das IC Runner DLC, das gibt es ja kostenlos auf ModHub. Da ist natürlich eigentlich nur ein Anhänger dabei. Den LKW, wie gesagt, bei Forbidden Mods. Bei Forbidden Mods gibt es auch das IT Runner DLC, also ein IT Runner Pack, was ein bisschen verkürzt ist. Das habt ihr ja sicherlich auch schon mal gesehen. Also es lohnt sich auf jeden Fall immer mal wieder bei Forbidden Mods reinzuschauen. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Aber das wissen die meisten von euch, glaube ich, auch schon. So, jetzt wurde mal gesagt, fahren wir mal in Innenansicht. So, jetzt gehen wir mal in die Innenansicht. Einmal hier Rundumblick. Hier Deutz. Bei Forbidden Mods natürlich. Ne? So, ich setze dann hier nochmal die nächste Bahn an. Ich würde dann mal sagen, wir kommen für diese Folge erstmal zum Ende. Erstmal hier genug Kuhpup gefahren. Ich hoffe, es hat mir ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Je nachdem, wo es dann weitergeht. Entweder wir sehen uns hier beim Saatgut abpalettieren, weil wir das auf jeden Fall machen müssen. Oder wir sehen uns auf dem 3-Stern-Hof. Ich weiß gar nicht, was da jetzt aktuell anliegt, wo wir da videomäßig sind. Da geht es noch weiter. Wir haben das erste Jahreszeiten ja überstanden. Ich habe jetzt mal die Jahreszeitendauer auf 6 Ingame-Tage gestellt. Wir hatten ja vorher 3. Jetzt habe ich mal 6, einfach um ein bisschen mehr. Jetzt habe ich mal 6. Oh, er hat 6. Die auf 6 Tage gestellt. Dass wir da ein bisschen Freilauf haben, ein bisschen mehr mit Gras machen können. Schauen wir mal, wie das Jahr durchläuft. Da sind wir aktuell jetzt im Sommer. Ich weiß nicht, wo wir gerade videomäßig stehen. Ein paar Videos habe ich ja immer schon mal im Voraus. Ich mache die ja meist so am Stück. Jetzt nicht zu viele, aber ein paar am Stück, weil es zeitlich einfach nicht anders geht. Und da sind wir jetzt aktuell im Sommer. Brandaktuell jetzt gerade im Grasschnitt. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr euch auch das anschaut, wenn ihr da Bock drauf habt. Und ansonsten weiterhin, jetzt machen wir mal das komplette Werbungsprogramm, wen es interessiert, jeden zweiten Tag in der Regel um 20 Uhr The Witcher 3. Das war früher mal jeden Tag, haben wir ein bisschen gekürzt auf alle 2 Tage, weil ich da auch nicht hinterher kam. Ich kann leider nicht immer zocken und nicht immer aufnehmen. Und hast du nicht gesehen, ich versuche das jetzt jeden zweiten Tag. Also wer da Bock drauf hat, auch auf jeden Fall mal reinschauen. Ja, Livestream. Noch ganz kurz, bevor wir zum Ende kommen, was mir gerade einfällt. Also Hitbox gibt es nicht mehr. Das heißt jetzt irgendwie, ich habe es vergessen, Smash Cash, Smash Cut. Irgendwas mit Smash. Ihr könnt aber weiterhin die Hitbox-Adresse benutzen. Da werdet ihr automatisch umgeleitet, dann nur nicht erschrecken. Ja, aktuell muss ich euch leider sagen, dass die Mittwochs-Streams erstmal bis auf Weiteres leider ausfallen müssen. Ich schaffe das mittwochs abends jetzt gerade nicht mehr so. Sonntags bleibt erstmal bestehen. Nächsten Sonntag gucken wir uns aktuell mal an, wie das jetzt auf der neuen Seite alles funktioniert, weil so ein bisschen was hat sich da verändert, seit Hitbox da weg ist. Oder Hitbox hat das ja verkauft, irgendwie Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres. Müssen wir gucken, wie das weiterläuft, ob sich da ein bisschen was entwickelt. Und ansonsten muss ich mich da auch mal umtun, wie das streammäßig aussieht. Was ich schon mal festsagen kann, ich werde nicht zu Twitch gehen. Also wenn überhaupt, muss man sich das echt mal überlegen, wie das auf YouTube aussieht. Aber vielleicht haben wir ja auch Glück und das läuft auch bei Hitbox in Anführungsstrichen oder in Klammern dem neuen Smash irgendwas. Ich muss mir das noch aufschaffen. Läuft das ja wieder einigermaßen besser. Hitbox ist ja am Schluss oder gerade in der jüngsten Vergangenheit war das manchmal ein bisschen blöde. Lange Rede, gar keinen Sinn. Sonntags 14.30 Uhr Stream bleibt in der Regel bestehen, wenn nichts dazwischen kommt. Nur der Mittwoch ist jetzt aktuell nicht mehr ganz so sehr. Kann sein, dass mittwochs dann auch mal wieder was kommt, aber aktuell sieht es am Mittwoch leider nicht so toll aus.
Ja, jetzt kommen wir wirklich zum Ende. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich natürlich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag, Abend oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Und bis dahin sage ich Tschüss, euer Micha.